So, Leute, ich mach jetzt mal die Ansage, weil ich nicht weiß, ob Falco die gerade machen wollte. Nö, ich nicht. Also, ich hab keinen Bock mehr. Part 15. Lennart also, holt mich Bock auf. Mehr. Ich hab schon... Ich will bald die Koffer packen. Der ist da, glaube ich, schon bald an der dritten Arena. Du bist gerade am Rivalen vorbei, ne? Ja. Scheiße. Ja, und unser Supercar aus Pokémon vs. Feuerrot und Blattgrün ist auch immer noch da. Hi! Ja, ich bin immer noch da. Immer noch. Ich bin... Okay, ich muss jetzt gucken, wie ich weiterkomme, weil ich habe jetzt einen Doppelkampf vor mir und mein Junglut hat noch 15 HP. Oh. 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 Ansonsten... Und ich hab nur noch mein Flurbel. Ansonsten kauf dir Schutz und renn da einfach durch. Ja, aber ich mache eh schon. Wie kommst du dann an den Doppelkampf? Den muss man mit Absicht bespielen. Ja, muss ich rein. Hä? Nein, es gibt einen, da kommst du nicht vorbei. Ja? Nach dem Rivalen? Ja. Glaub mir. Ja, ich glaub dir, ich hab's gerade nur irgendwie nicht. Du musst mir glauben. Ja, ich glaub dir. So, das Abra ist weg von ihm. Cool. Jetzt muss ich nur noch das... Mein Flur mit Level 7 erreicht. Jetzt muss ich noch den Donnerschock überleben von Magnetilo. Ich muss mich jetzt gleich gerade so. Ich muss mich, glaube ich, jetzt mit Team Magma bekämpfen auf diesem Berg. Mhm. Mhm, ja, ich glaube schon. Wie komme ich dann am besten nochmal hoch? Der Bahn. Ach ja, richtig. Durch die Höhle zurück, ne? Da ist ja so eine Feuerhöhle hier. Nein, mein Junge ist down. Feuriger Pfad hieß es, genau. So. Ja, was mit der Mazorl? Das ist toll. Auch? Oh, ja, dann bist du... Ja, dann kannst du einpacken. Flummel wird das nicht reißen. Oh, Flummel reißt das. Ach, läufst du aber normal hoch. Ist ja kein Ding, ist ja Schutz. Problem. Und hier, Digga, hol dir ein Fahrrad, ne? In ja, Malten. Mach ich ja, muss ich ja. Hol dir ein Fahrrad. Mach ich. So, Donnerstag, mein Flum ist jetzt auch down. Aber lass dich nicht von Professor NSA beobachten. Ne? Oh, ja. Er weiß nämlich, wo du bist und du kannst was nicht mit dem Fahrrad fahren. Genau, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, ihn zu verwenden. Das Helix-Fossil. Ich habe eine richtig geile Edition gefunden. Ja? Es gibt auch von Smaragd oder generell von Pokémon Blattgrün, gibt es ja ein Hack. Ja, klar, ein paar. Und auf jeden Fall, bei diesem Hack ist es halt so, dass die, dass das Pokémon komplett verrückt ist. Zum Beispiel gibt es eine betrunkene Schwester Joy und sowas. Ha. Und ich fände das einfach total geil und das musst du dir unbedingt mal angucken. Okay. Weil ich finde, ich feiere das einfach nur. Weil der Trainer, von dem du am Anfang dieses Pokémon kriegst, der tritt ja einfach gegen Schienbein. Ja. Und du denkst, was? Warum? Soll ich das aus dem Hack und keine Apple Gimmick ergeben? Ja, ich weiß nicht. Ich kann euch nachher mal einen Link schicken. Okay. Loluni hat Level 27. Auf Level 32 entwickelt er sich, glaube ich, ne? Mhm. Zu Stolrak. Oh, es gibt mir wieder so ein fetter alter Wanderer mit Nackenbart. Seine Telefonnummer. Okay. Oh, da wirst du wieder zum... War der Main Character nicht 10? Torpedo-Wanderer. Ja. Der weibliche Main-Character hier von Rubin, Smaragd und Saphir war ja Haruka, ne? Also Maike im Deutschen, glaube ich, war das. Mhm. Yep. Ja, die ist schon heiß, das stimmt. Ja, das ist nicht ganz unrecht. Ja. Boah, du hast ja schon zwei Pedos. Da macht ja nix. Ich habe auch Maike genommen von Anfang. Meine heißt aber Bert. Geil. Ja. Bert. Guter Name. Ja. Ja, geil, ne? Das klingt verdammt männlich. Bäm. Flügelschlag vor meinem Schnitt. Ha, da hat er sich aber geschnitten. Junge, das ist verwirrt. Schnittig. Ja, Schnittbull. So, jetzt nehme ich die Bahn nach oben. Lol, Zip. Oh, ich hab sie besiegt. So was, das hat keine Verspätung mehr, Alter. Naja, wenn sie von der Deutschen Bahn ist, dann ja. Na, geht. Na, meine Bahn gerade von der Arbeit. Ich habe eine Elixier gefunden. 15 Minuten Verspätung. Mein Schutz wirkt nicht mehr. Ja, hier kämpfen Team Aqua und Team Magma bereits gegeneinander mit ihren Hunden. Also, die alle haben irgendwie Pfiffchen. Ja, das ist, denkst du dir was? So, ich bin jetzt bei der dritten Arena angekommen. So. Also wie jeder Team Rocket Krübeln Radikal. Okay. Lennart, vergiss nicht, den Zertrümmerer mitzunehmen. Erstmal muss ich die Arena schaffen. Ja. Ich glaube, ich habe das zuerst gemacht mit dem Zertrümmerer. Weißt du, wo du das machen musst dann? Ja.
Also ganz nach links, Wiesenflur. Ach ja, dann die Höhle. Richtig, und da kriegst du Stärke dann von dem Troll, der dann seine alte bumsen Was kann, nehme ich weil du denn? Ich den nehme... Weg freigemacht hast. Ja, ja, hör mich an zu labern, ich will den Rad haben. Ja, ja, ja. Ich möchte ein Eilrad. So, ich habe jetzt ein Fahrrad. Geil. Episch. Ein epischer Moment. So, jetzt würde ich sagen, wir gehen direkt in die Arena rein. Zack, ja, da muss erstmal ein Heiko vorbei. Ja, Heiko klatsch ich um. Boah, krass. Den rasier ich. Also, so, wir sehen mit diesem Messer, Bruder. Ja, ja, richtig. Schwör. Schwör auf alles. Schwör. Ist so. Geil, Power. Bam. Aber Falco, nächster Gamescom, dann bloggen wir von da. Ja, klar. Machen wir live Pokémon Versus, weil wir bis dahin auch beide 100.000 Abos haben und die Leute uns kennen. Ich hab, und dann... ich hab die Statistik. Bei uns in Statistik mal nachgeguckt, ne? Mhm. Laut Statistik haben wir innerhalb von also bis 2020, das heißt in 5 Jahren, habe ich der Kanal 1.000 Abos. Wo ich mir dachte, klar. In 5 Jahren. In 5 Jahren. Schön, toll. Immerhin. Super. Wenn es so weitergeht wie bis jetzt, oh, Heiko ist down. Cool. Der ist auch voll der Gegner mit seinem Trassler. Ja, was meine ne? Und ich sollte jetzt erstmal einen Jungen, glaube ich, vorschicken. Einfach aus dem Grund, weil mein Jungen das alles schneller down macht. Ja, ja. Vergiss nicht, dein Azurill auch mal dein Azumarill auch mal einzusetzen, ne? Naja. Weil wenn das dann levelmäßig irgendwann auch hinterher hängt, nur mit Logok durch, ist auch scheiße. Ja, das hast du nicht ganz recht. Also zwei Pokémon auf jeden Fall. Das ist schon Mindestanforderung. Also ich nehme 3. Wobei du... muss ich dann zugeben, mit 2 schneller bist als ich. Desto weniger Pokémon du trainierst, desto schneller bist du. Ja, das ist leider so. Ah, shit. Aber ich will einfach mehr Elementklassenvariationen haben, um mich besser anpassen zu können. Daher nutze ich 3. Naja. Ich meine, du musst ja durch Geisterkampf... Ich hasse die Geistertrainerin in der Pokémon, in der Top 4. Es gibt nichts Schlimmeres. Ja, die ist echt fies. Mit ihren, wie hießen die nochmal? Zwirklopp. Aber du hast Schwarz und Weiß wirklich nicht gezockt? Nee. Da war die Top 4 einfach so richtig legendär. Die war so richtig geil gemacht. Ja, weiß ich. Also vom Design her war die einfach total geil. Okay. Also ich kann echt, ich habe bis jetzt noch nichts Besseres gesehen, muss ich sagen. Oh, oh, oh. Das war echt. Ars, Junge. Tschö. Oh, Silberbeck, jetzt schiebe ich. Boah, win. Hast du das, was du willst? Jetzt kommt Donnerschlag. Geist, auf mein Azumarill, Donnerschlag. Schön. Jawohl, so wollen wir das. So, Lolunio ist down. Ja komm, ich mache jetzt hier den Chef von Team Magma, nur mit meinem Schnitt. Wenn nicht, ich werd meinen Milfhunter nicht brauchen, das wette ich. Ah, Quatsch, brauchst du nicht. Den mache ich jetzt nur mit Schnitt. Die Konfusion in die Fresse gekriegt. Ja, aber jetzt habe ich wenigstens das 14-Bliss weg. Du hast immer Hunger, das zählt nicht. Eben. Boah, wow, die Mucke. Geiler Soundtrack. Hört euch das an, Leute. Ey, ich hab viel geileren. Ich hab mal wieder den Arena-Sound. Seit 10.000 Jahren. Ich meine, es gibt doch nichts anderes. Ladevorgang. Was ich mir wirklich manchmal echt gerne auf YouTube anhöre, sind so Compilations von allen Champ-Gegnern der Pokémon-Liga. Weißt du? Weil ich fand immer die Champ-Battle-Themes saugeil. Besonders das erste. Gegen Blau, ne? Also das ist einfach nur Hammer. Hammer. Und ich muss sagen, oh, warum? Der Leiter, nicht der Leiter, also der Anführer von Team Magma ist auf meinem Level? Ich glaube, ich war zu schnell die letzten Parts. Sein ja, Magnaion ist Level 24, ich bin Level 25. Na, shit. Mein Junge ist 25. Ich glaube, jetzt werde ich langsam etwas langsamer. Scheiße. Lennart, ich glaube, du kriegst mich wirklich noch. Ah, ich denke mal, weiß nicht, ob ich in dem Part noch den Orden schaffe. Wäre natürlich geil, aber glaube ich nicht. Versuch's einfach. Ja, das sowieso. Aber ich glaube, bevor ich noch wirklich weiterkämpfe, werde ich nochmal ins Pokémon Center laufen. Damit ich nochmal wirklich 100% sicher gehen kann, dass wir safe sind, die Guys.
Ja, so, Walzer und Blut nochmal hier drauf auf das Meditil. Sogar sein Zubat ist Level 24, das ist doch ein Witz. Wenn du gegen Zubat verlierst. Zubat, gegen... was mir über 12 HP Schaden macht, das habe ich ja noch nie erlebt. Es macht Schaden, was? So, mein Ach du Scheiße! Camerupt! Level 25! Fuck! Ich glaube, du kriegst jetzt hier auf die Fresse. Ja, den kriege ich. Ich habe ja noch mein Milfhunter, aber ich will das ja nur mit Schnitt machen. Volltreffer, er ist down! Absolut! Level up! So. Schön. Oh Gott, der Boss heißt Mark. Und dann auch noch mit C. Schöne Grüße an den Öko. Ne? Der Öko ist kein Vegetarier mehr. Könnt ihr euch das vorstellen? Warum? Keine Ahnung. Weiß nicht. Er hat gesehen, wie die Stelle, an der du MLG und der hat gesehen, wie Gemüse angepflanzt wird. What the fuck, Lennart? So. Die sind down. Jetzt muss ich den Berg wieder runter. Der ganze Dünger da drauf schmutzt. Das hier, Rainer. Was konnten nochmal die Lava-Kekse? Lavan? Nein, Lava, nicht Lampen. Ah, heilt alle Statusprobleme, ja, die waren gut, die nehme ich. Ja komm, Omi, gib mir mal ein paar. Oh, dass diese Omi nicht mehrere gleichzeitig verkauft. Stell dir vor, ihr begegnet einer Oma auf einem Vulkan. Und diese Oma verkauft euch immer nur einen Keks. Geil, die würden dir ein Lebensunterhalt verdienen. Ich glaube, die schubst sich gleich in den Vulkan, ey. So. Du hast meinen Keks gekauft, das war mein einziger. So, jetzt muss ich hier runter. Und Zigzags habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Nur als der fette Typ da verfolgt wurde. Der fette Typ. Ja, der Professor. Hopp, hopp. Er kann mich noch dran erinnern, da meinst du nur so, ein zehnjähriges Mädchen sollst du in den Sack von einem alten Professor greifen. Der ist doch wahr. Ist auch schlau, in einer Elektroarena meinen Arzt zu Meryl vorzuschicken. Ja. Es gibt nichts Besseres, ne? Nein. Mein Level ist auch hier oben 9000. Definitiv. Ja, wollte sagen, das Magneton ist doch höchstens auf 22, 23. Ja, trotzdem. Allerhöchstens. Das Voltenso war 24, glaube ich. Ja, ja. So, mein Jungblut ist jetzt wieder in the Hoods. In the Hood. So, ein Schlupp. Geil. Einmal Glut draufhauen. Boah, ich glaube, ich mache mir gleich Sandwiches oder so. Ja, langsam dürstet es nach Hunger. Ja. Es dürstet nach Hunger. Ja. Gut gesagt. Achtung, Schenkelklopfer! Feuerheiler! Sexy, bin hart. Oh ja, geil. So, nochmal einmal Glut rein. Feuerheiler, habe ich dieses Item jemals in meinem Leben gebraucht oder verwendet? Wozu brauchst du es denn? Oder Eisheiler, ganz ehrlich. Das, also, wenn das einzig wahre ist doch Hyperheiler, oder? Ja, Hyperheiler. Ach, halt's Maul! Warum hat er das nicht aufgenommen? Ey, das war so gemein von dir, ey. Warum? Ey, super, den Tag hätte ich dich erschlagen können. Das stimmt. Warum, was hat er gemacht? Ja, wir haben das gar nicht aufgenommen, deswegen kannst du nicht wissen, ne? Nee. Wir haben halt gegeneinander das Pokémon Trading Card Game gezockt. Ja. Auf Gameboy. Ja, die richtige Männer. Geil. Ne? Also erstmal das. So. Und dann hatte ich den fast. Es war wirklich ein spannendes Spiel. Und ich hatte dann, jetzt kamst du dir auf einen Münzwurf an, ob ich ihn paralysiere oder nicht. Wenn ja, gewinn ich. Wenn nicht, gewinnt er. Ich werf die Münze. Ja, er ist paralysiert. Jetzt kannst du deinen Zug nichts machen und nächste Runde hast du verloren. Und der hat den jetzt überhaupt nicht interessiert. Das hat mich total gewundert. Er zieht, alles cool, ne? Spielt Hyperheiler, die Paralyse ist weg. Boah. What? Vor allen Dingen so eine schlechte Trainerkarte, die kein Mensch zocken würde. Er zockt sie und gewinnt. Ja, hat ja funktioniert. Scheinbar hat es echt funktioniert. Boah. Genau so ich auch, wenn Joey immer den Matrix immer hat, wenn ich ihn brauche. Ja, hör mir auf. Joey müssen wir auch mal aufnehmen. Ehrlich, Superker. Also. Nee. Die Karte hat es mir echt gegeben den Tag. Das ist hart, Jungs. So. So, wir sind gleich fertig.
Ich mach eben nur ganz kurz den Fight. Ja, ja, wir haben noch 2 Minuten, oder? Ja, ja, alles super. Weißt du, wo ich jetzt stehe, Lennart? Ich stehe vor dem 3. Arena. Ich vor der 4. Da haben wir jetzt einen Arena-Unterschied. Ja, oh ja, die mache ich nächsten Part, das sag ich dir. Das gehe ich erstmal in den Naturheilladen. Mein Jugend ist jetzt Level 26 und hat immer noch Doppelkick gelernt. Weil dieser Kräuterladen, wo es den gibt, ne? Ja. Da gibt es Vitalkraut für 2800. Ja, ich kenne das. Vitalkraut heilt nämlich die HP zu 100%. Ja. Und bei einem besiegten Pokémon, das ist ein Top-Beleber, das Ding. Das ist total geil. Das Ding ist ein Top-Beleber, deswegen nehme ich direkt mal 10 von mit. Oh, das ist teuer. Okay, erstmal 5. Ja, so. Ich zähl mit. Oh, teuer. Und Kraftwurzel für 800 Dollar, 200 HP. Das ist ein Hypertrank. Ja, reicht ja. Nee, Digga, ehrlich. Ein Hyperheiler. So, Heilpuder nehmen wir auch noch mit, das ist Hyperheiler. Der Laden ist so geil, ehrlich. Deine Pokémon finden das Zeug scheiße, weil es natürlich bitter schmeckt, aber... Ja, was soll's? Ich meine, die ganzen Sportler werden auch zugedopt. Ja, ja, ja. What? So, ich... Erstmal überlegen. So, nochmal ein bisschen Schutz. So, ganz kurz nochmal hier. Walzer drauf! Get down, dein Magnifico! Get down! Geil. Immer noch bei Trainern oder beim Arenaleiter? Nee, jetzt erst beim Trainer. Wir stehen jetzt vor dem Arenaleiter. Oh, und ich bin gerade mal vor der Arena. Dann würde ich sagen, Lennart, Rest im nächsten Part, oder? Echt? Und wir stehen jetzt noch mal ganz cool daneben, wie in der letzten Arena. Genau, ich stehe auch schon richtig sexy, ich habe mich schon ausgezogen. Wir quasseln jetzt schon an, aber im nächsten Part erst. Leute, richtig. Ne? Ja. Bleibt dabei, haut rein. Ja, haute! Ei.